Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du SQL Server 2019 installierst, sowie bei welchen Schritten man bei der Standardinstallation von SQL Server einfach weiterklicken kann und wo es sich lohnt, benutzerdefinierte Einstellungen vorzunehmen. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich vorab bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Der SQL Server 2019 kann neben Windows auch auf Linux und in Containern installiert werden. In den meisten Fällen wird SQL Server 2019 aber auf Windows Servern betrieben. Hier läuft die Installation ähnlich wie bei den Vorgängerversionen ab. Ich befinde mich nun auf der Microsoft-Seite, wo der entsprechende Download-Link für die SQL Server-Varianten verfügbar ist. Es gibt eine Variante für Express, welche eine kostenlose Edition von SQL Server ist, und es gibt auch die Developer- bzw. Entwickler-Variante, welche ebenfalls kostenlos ist. Nach Klick auf Jetzt herunterladen erhalte ich die Setup-Datei und kann mit der Installation beginnen. Nachdem ich die Setup-Datei gestartet habe, erhalte ich nun das SQL Server Installation Center. Vor der Installation sollte mit dem Menüpunkt Planen Systemkonfigurationsprüfung getestet werden, ob auch die Voraussetzungen auf dem Server für die SQL Server 2019 Variante geeignet ist. Diese Prüfung wird zwar ebenfalls während der Installation durchgeführt, es ist allerdings sinnvoll, vor dem Start der Installation die Überprüfung zu starten. Und zwar befindet sich diese unter Planning und System Configuration Checker. Nach Klick erhalte ich nun ein weiteres Fenster, das eine Überprüfung der notwendigen Voraussetzungen durchführt. Wie hier zu sehen, sind alle Punkte erfüllt, somit kann mit der Installation nun gestartet werden. Nun können wir in das Installationsverzeichnis wechseln und haben darin mehrere Möglichkeiten. Zum einen steht zur Auswahl die Installation eines Upgrades von einer vorhergehenden SQL-Version, SQL Server-Version. Sollten jedoch ältere Server auf den SQL Server 2019 aktualisiert werden, muss man SQL Server 2019 neu installieren. Anschließend werden die Datenbanken der alten SQL-Version in den neuen Datenbankserver integriert. Und dabei unterstützt uns das kostenlose Tool Microsoft Data Migration Assistant, welches unter Planning installiert werden kann, und zwar Download Data Migration Assistant. Dieses Tool hilft bei der Migration von Datenbanken aus älteren SQL-Server-Versionen zu SQL Server 2019 oder Azure SQL. Quell- und Zielserver müssen dabei auf unterschiedlichen Servern installiert sein. Des Weiteren gibt es im Bereich Wartung oder Maintenance ein weiteres Tool, und zwar um eine bereits existierende oder installierte Edition von SQL Server 2019 zu einer anderen Edition zu ändern, und zwar indem ich Edition Upgrade durchführe. Sinnvoll ist das zum Beispiel, wenn von der Standard-Edition zur Enterprise-Edition gewechselt werden soll, um mehr Funktionen zu erhalten. Auch von Evaluations-Editionen kann zu Standard, Enterprise oder Web gewechselt werden. Beginnen wir nun mit der Installation eines neuen SQL-Server. Und zwar wähle ich nun New SQL Server Standalone Installation aus und erhalte dann anschließend ein neues Installationsfenster. Zunächst gibt es die Möglichkeit, die neuesten Updates zu aktualisieren, welches auch empfehlenswert ist. Ich überspringe diesen Punkt, um nun eine Überprüfung der Produkte durchzuführen über etwaige Updates und komme nun zu den entsprechenden Dateien. Als nächstes werden noch die Installationsrichtlinien überprüft und komme nun
zur Auswahl der Installation. Ich wähle aus eine neue Installation, gebe nun die Lizenzierung an, in diesem Fall Developer, akzeptiere die Lizenzierungsvereinbarungen und komme nun zur Auswahl der Funktionen. Üblicherweise, um die Database Engine Services, sozusagen SQL, und auch die Analysis Services und Integration Services zu installieren, sind folgende Installationsfunktionen anzugeben. Und zwar Database Engine Services, Analysis Services und zu guter Letzt die Integration Services, welche bereits installiert sind. Anschließend können wir das Installationsverzeichnis noch auswählen und kommen zum nächsten Punkt. Nun erhalten wir ein Auswahlmenü für die Konfiguration der Instanz. Wenn kein Name für die Instanz vergeben wird, lauscht sozusagen der SQL Server über den TCP-Port 1433 einer benannten Instanz, wird beim Setup kein fester, sondern ein dynamischer Port zugewiesen. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Das bedeutet, beim Start des Dienstes bei einer benannten Instanz wird ein beliebig verfügbarer Port verwendet. Wenn eine Verbindung zu einer benannten Instanz über eine Firewall geregelt ist, muss dort der entsprechende Port dementsprechend freigeschalten werden. Daher ist es empfehlenswert, einen festen Port zuzuweisen. Die Zuweisung eines festen Ports für eine benannte Instanz kann durch den SQL Server Configuration Manager vorgenommen werden. Und zwar habe ich dieses Menü nun geöffnet und darin kann ich nun unter der Rubrik SQL Server Network Configuration das entsprechende Protokoll auswählen und habe dann die Möglichkeit, unter TCP/IP den entsprechenden Port festzulegen. Anschließend muss auch der SQL Server Dienst neu gestartet werden. Kommen wir zurück in das Installationsmenü. Ich gebe nun eine Instanz an, und zwar VentureWorks, und wähle den nächsten Punkt aus. Nun befinden wir uns bei der Auswahl des entsprechenden Dienstkontos, mit diesem der SQL Server ausgeführt werden soll. Es gibt dazu einige Accounts und ein paar Anmerkungen dazu. Und zwar gibt es den Local System Account oder auch lokales System Account. Dieser Account hat Zugang wie ein Administrator, besitzt vollumfängliche Rechte und hat Zugriff zu allen Ressourcen des Servers. Der System Account sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Dann gibt es noch den lokalen Dienst, auch Local User Account. Dieser Account hat keinen Zugang zu Netzwerkressourcen. Ein Zugriff auf den Server über das Netzwerk ist somit nicht möglich. Dann gibt es noch das lokale Konto oder Local System Account. Ein lokales Konto hat den Nachteil, dass der SQL Server im Active Directory keinen User auflösen kann. Von Microsoft bei der Installation vorgeschlagene Accounts, wie hier zu sehen, diese können in der Regel verwendet werden. Allerdings kann es bei Spezialanforderungen, Kerberos-Authentifizierung, Clustering und so weiter zu Problemen kommen. Die beste Empfehlung ist, einen Domänen-Service-Account zu verwenden. Dieser kann dann auch individuell mit Rechten ausgestattet und verwaltet werden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Nun sind wir bei der Datenbank Engine-Konfiguration und haben die Auswahlmöglichkeit der Authentifizierung. In der Regel wird der Windows-Authentifizierungsmodus verwendet, wie hier vorgeschlagen, soll von einem Server außerhalb der Domäne oder zum Beispiel von einem Unix-Rechner aus zugegriffen werden, dann wird die SQL Server-Authentifizierung benötigt.
Der gemischte Modus ist aus sicherheitstechnischer Sicht etwas schwächer als der Windows-Authentifizierungsmodus. Daher ist dieser Modus nur dann zu empfehlen, wenn beide oben beschriebene Fälle benötigt werden. Sehen wir uns noch die entsprechenden Verzeichnisse an. Und zwar ist es hier zu empfehlen, dass die User, Log, Temp und Backup Datenbanken auf jeweils separaten Laufwerken zu verteilen. Im Verzeichnis der Benutzerdatenbankprotokolle werden zum Beispiel die Transaktionen bis zum Abschluss gepuffert, um diese gegebenenfalls zurückzurollen. Hier finden in der Regel sequenzielle Zugriffe statt. Das Zugriffsmuster im Datenbankverzeichnis unterscheidet sich meistens von dem des Benutzerdatenbankprotokolls. Daher lohnt sich diese Trennung. Nun sind wir auch schon bei den Analysis Services angelangt. Und zwar kann ich hier die Auswahl treffen, welchen Servermodus ich installieren möchte, ob multidimensional, Tabular oder Power BI. Erwähnenswert ist, dass der multidimensionale Modus in zukünftigen SQL Server Versionen nicht mehr unterstützt wird und ausschließlich nur mehr Tabular. Ich wähle hier den aktuellen User, um nun zum nächsten Schritt zu gelangen. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, nun die entsprechenden Installationen nochmals zu überprüfen und kann dann mit Installation die SQL Server Installation 2019 starten. Ich hoffe, ich konnte euch eine Anleitung bei der Installation des SQL Servers bieten. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich natürlich, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit an Bord seid. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg!